Also ich probiere mich hier mal ein bisschen mit so Sachen aus. Ich höre irgendein Schwein grunzen hier. Ich finde hier bestimmte Dinge heraus. Das ist wirklich. Wow. Einfach geil. Ja, das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. Tag, Leute, da sind wir, der. Junge Phil. Und ich, der alte. Phil. Hier. In Satisfactory mit unserem Visualisierungs-Update für unser Junior. Wo bist denn du gerade? Im neuen Lager. Okay, komme ich gleich mal hin. Der Junior hat ja ein Kolosseum gebaut. Hier können wir später die Viecher reinpacken und gegeneinander kämpfen lassen. Da gibt es doch so solche Games, wo du irgendwelche Kreaturen erschaffen und dann gegeneinander und so. Na gut, das wollen wir nicht machen. Das ist ja einfach so unser Drohnen-Karussell-Port-Dings-Kirchens. Sind doch keine Drohnen drauf, ist noch nicht angeschlossen. Das wirst du jetzt noch machen, das mit den Drohnen? Ja. Also, genau, der Junior, wir haben ja unser neues Lager. Da wird der Junior noch weiter dran rumbauen müssen und optimieren müssen, damit das alles hübsch lüppt. Also einen Stau haben wir im Moment, glaube ich, nirgends, oder? Nee, nicht wirklich. Ich habe ja die eine Betonproduktion. Abgeklemmt? Ist ja nicht mehr. Okay. Produziert nichts mehr. Okay. Aber es muss alles hier ins Lager rein. Genau, und da ist der Junior jetzt noch am Optimieren und am Fertigstellen. Was ist denn das da oben eigentlich? Was sind das da für Konstruktoren, wo du gerade drunter bist? Es ist für Biomasse, das ist für Farbstoff, für jegliche solche Dinge. Ja, ja, alles klar. So, ich hüpfe mal hier rüber. So, wo ist denn der Junior? Wo bist du denn jetzt schon wieder? Komm mal zu mir hier. Stopp, bleib stehen. Da ist er. Genau, also hier unser Helm, der hat ja das Display. Und da, ne, man sieht ja schön diese Matrix da drin und so. Und da wird alles bei uns, ne, das ist wie hier so eine Apple-Brille. Ihr wisst schon. Genau. So, und dass er so mit der Knarre vor mir rumfuchtelt, naja, Gott. Und dazu haben wir denn hier oben auch noch eine Frame-Anzeige, weil das ist alles noch gar nicht so ausgekocht, das Ganze. Ja, das ist noch nicht so richtig fertig. Aber da können wir eben unserer Fixit-Firma die ganzen Informationen liefern. Ja, die checken dann und verbessern immer alles und so weiter. So, deswegen sind wir jetzt nämlich hier. Und die Lichter werden jetzt auch viel besser dargestellt. Dazu gehen wir jetzt mal kurz in das alte Lager. Ich kriege gerade eine Information hier rein. Der Zocker-Chris. Moinsen. Alter. Alter. Ich fliege in die Luft. Und Black Scorpion, bist du weg? Was war denn das? Alter, ich wollte ins Lager fliegen. Auf einmal habe ich einen richtig krassen Boost aufs Lager drauf bekommen. Keine Ahnung wie. Leute, ey, das leuchtet hier, ja? Das leuchtet mit dem Abstand. Wir haben ja auch viele Sounds geändert, wie zum Beispiel das vom Exoskelett oder vom Jetpack. Ja. Das vom Exoskelett finde ich relativ. Also finde ich eigentlich nicht schlecht. Hört sich gut an. Und das vom Jetpack finde ich auch viel angenehmer als das, was davor war, weil davor war es einmal so ein Pfff und einmal so ein richtig komisches, so ein Pfff oder sowas in der Art. Habe ich gar nicht gemocht manchmal. Siehst du da, dann Black Scorpion guckt uns auch zu. Grüß dich. Und danke, ey, Alter, danke. Dann hüpfen wir jetzt mal hier rüber. Und nochmal hier rüber. Und ich finde, der Junior hat das hier super integriert zu unserer, hier, bei unserer Schleife hier. Da kann man hier schön drunter wegtüdeln. Und das passt ganz genau. Das ist sensationell, Alter. Sensationell ist das. So, warte mal. Ich muss geradeaus. Genau. Hier gehen drei Gleise. Ich muss das geradeaus nehmen, damit ich nicht beim Junior reinballere. Sehr schön. Naja, so geradeaus jetzt auch nicht. Oh, Alter, die blaue Linie hier jetzt, Alter. Das ist so mit dem blauen Licht. Gell, sieht cool aus. Sehr geil. Und wenn ich jetzt noch ein Dach drüber ballere. Ach komm, das mache ich jetzt. Ich wäre eigentlich dafür, dass du erstmal. Ja, weil wenn ich ins Lager will, brauche ich Zeug. Und das ist nicht da. Erstmal was? Ach so, ja, komm. Was? So, und Junior, wenn du jetzt mal ins Stream guckst. Also, schalte mal bitte meine Visualisierungsebene ein. Ja, ich sehe es. So, pass auf, jetzt geht's gleich los. Hier um die Ecke und dann geht's los. Hier, guckst du. Und hier. Loch an Loch und hält doch. Ist ja eine ganze Plattform. Das ist aber nur dieser Abschnitt hier. So, wenn wir. Also, ich muss hier die Turbomotoren weiter basteln. Da fehlt nicht mehr viel und dann laufen die. Aber ich befürchte, da hinten wird es wieder ruckelig. Achso, pass mal auf. Und jetzt nochmal meine Visualisierungsebene eingucken. Pass auf. Hier mit den Teilen. Flup. Kannst du dann auch gerne abbauen? Weiß ich nicht. Er speichert. Was die Leben ist, Leute, ist der Kaffee in Satisfactory.
Thomas, Thomas, der Thomas. Der gute, leckere Kaffee. Vielen Dank, ey. Das setzt uns ja richtig unter Druck hier. So, darum muss ich... Ja, die Teile müssen weg. Die... Klack. 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 Ey, die haben ja auch meine schönen Farben geändert. Welche Farben? Haben mir da extra eigene Farben eingestellt. Okay, na, also die haben meine Farben nicht geändert. Ja, du hast die Farben nicht geändert. Gott sei Dank. So, warte mal, hier erstmal aussteigen. Jetzt muss ich hier das ändern. Dann rennen wir wieder zurück. Alter, der pustet ja hier raus. Ey, so richtig mit Dampf. Seit wann macht er, hat er das sonst auch schon gemacht? Wenn er die Bremsen entspannt? Ja, ich glaube schon. Oh, diesmal nicht bis hinten durchgeknallt. Und? Sehr schön. Sehr schön. Mach ich auch manchmal meine Bremse entspannen, ey. So, Leute, dann haben sie ja hier hinten so ein paar Berge hingesetzt und so weiter. Die sind ja außerhalb unserer Erreichbarkeit. Aber das sieht dann eben schon nice aus. Die Berge, die waren doch schon da. Hier hinten auch, hinten diese Dings, die waren nicht da. Nee, nee, die waren nicht da. Und das hier, dieses grüne Zeugs, das war nicht da. Diese einzelne, das Matterhorn-Ding, das war, glaube ich, da. So, dann gehen wir mal hier ins Dunkel, Alter. Also bis hier vorne hin ist schon halbwegs Licht und dann wird's düster. Dann wird's richtig düster. Wobei, es geht ja eigentlich. Die Förderbänder, die leuchten ja schon so ein bisschen. Das ist ja schon okay. Und so düster ist es gar nicht hier. So, ich muss jetzt mal hier gucken. Turbomotoren. Oh, ich habe eine geile Idee. So, du hast eine geile Idee. Mhm. Ich muss mir erst noch mal gucken hier, wo meine Ideen stehen geblieben sind. Oh, Alter, ey, es ist so dunkel hier. Machen wir mal Licht. Funksteuereinheiten. Genau, die Funksteuereinheiten, die habe ich. Ey, was mir jetzt fehlt, ich muss doch irgendeine komische Aluminiumproduktion aufbauen. Die Casings, die fehlen mir. Und dazu brauche ich die Kupfer-Ingots und die Aluminium-Ingots. Und, oh, Alter, jetzt muss ich diese Aluminium-Ingots, die muss ich jetzt hier... Oh, nee, ey. Scheiße. Habe ich die schon alle verknüppert hier unten? Ich glaube, der braucht ja die Aluminium-Casings. Genau, genau, doch. Ich habe alles verknüppert, außer die Aluminium-Casings. Die kommen da unten ran. Aber die muss ich jetzt von oben erstmal irgendwie hier runterballern. Nee, ich muss so hochballern. Stimmt. Stimmt. Hoch. Hoch ist wichtig. Die Aluminium-Sheets. Barren. Die kommen von hier. Die Aluminium-Barren. Ingots, Ingots zu Casings. Yes, yes, yes. Hier hinten gibt es irgendwo eine Treppe. Juhu. Alter, die haben was mit dem Wasser gemacht. Kann nicht sein. Alter, da, das Wasser, also es spiegelt sich im Wasser. Also, nee, das ist, also... Was? Die Steine, die unter Wasser sind, da ballert das Licht durch und wird unter Wasser reflektiert auf den Stein. Mhm. Sieht cool aus. Nicht ganz so realistisch, aber cool. Cool. Total cool. So, hier kommen sie raus. Ja, zum Glück haben wir ja hier schon so ein Loch. Alter, nimm doch mal das E, wenn ich das E drücke. Danke. Scheiße, das ist Kohle. Ja, Kohle will ich nicht. Kohle kommt ja hier schon. So, und diese Aluminiumbahn müsste ich jetzt im Grunde da lang... Dann würden die da vorne rauskommen. Hier so entlang. Ey, ich weiß nicht, wo ich die jetzt hier vernünftig rauszuppeln soll. Ich könnte die hier, hier, hier. Hier wäre der letzte. Und hier ist alles versperrt. Ey, das ist eine Knotenkackerei hier. Also, für Bau des nächsten Komplexes, wenn die eine Ebene an Produktionsanlagen fertig ist, alles in eine Richtung und ein Schacht bauen, an dem man allen Kram hochschiebt. Oder runter, je nachdem. So, aber wir könnten rein theoretisch hier durch und weiter durch und immer weiter durch und hier hoch. Aber oben habe ich den ganzen Kladderadatsch. Da müssen wir es da oben. Scheiße. Noch alles. Oh, jetzt habe ich richtig verkackt. Unerhört, ey. Ich könnte es auch hier raus, da entlang. Ich glaube, so machen wir das. Ich muss bloß gucken, hier... Es kommt von hier. Oje, oje. Ich glaube, ich habe mir auch eine... Erkältung eingefangen. Auf dem Planeten hier, Alter. Nicht so schön. Nicht so schön. Danke, Leute. Gesundheit. In der Zentrale.
So, jetzt müssen wir. Später muss ich gucken, ob die ganzen Anlagen oben wieder anlaufen. Das war alles wieder so ein bisschen komisch, ey. Oh, Alter. Ich habe eine Spiegelung. Krass. Cool. Ach, ja, nee, das ist richtig. Nee, das war falsch. Das ist richtig. Und das brauche ich hier. Oh, Autosave. Jetzt speichert er. So. Aber Autosave geht schneller. Da wenigstens etwas, was performiert ist hier. Ich höre irgendein Schweingrunzen hier. Also ich probiere mich hier mal ein bisschen mit so Sachen aus. Das Lager ist fertig? Alter, ich brauche das Lager. Ja, ich weiß. So, warte mal, hier oben haben wir noch den Bahnhof. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall durch, weil hier irgendwie funktioniert. Okay, dann müssen wir mal gucken. Ja, scheiße, ey. Dann muss ich hier um die Ecke. Doch, ich muss um die Ecke. Mir bleibt hier nichts anderes übrig. Der Bahnhof geht ja bis da. Ja, dann ist es so, würde ich sagen, ne? Ja, komm um die Ecke hier. Komm. Traut er sich nicht. So, ist es an der Wand dran oder nicht? Nee, nee, ist falsche Ecke. Passt. Ich finde hier bestimmte Dinge heraus. Das ist wirklich... Wow. Okay. Einfach geil. Oh, Sir. Super geil. Ah ja. Super geil. Ah ja, das ist ja auch mal, das ist ja auch mal geil, weil ich bin ja schon fast hier. Geil. Das könnte ich ja. Total geil. Da ist aber die Treppe und da ist die Treppe. Oh, wie soll ich das jetzt aneinander da vorbeihudeln? Oh, geht nicht mehr. Ungünstig. Ja, dann wird's eben blöd. Dann machen wir das noch was als. Kommt das weg? Okay. Ja, das ist geil. Dann das ist sehr, sehr geil. Richtig geil. Das mache ich so. Also ich habe Fenster für unser Lager jetzt. Ne? Okay. Nicht so wichtig, aber für mich schon. Ja, das mag sein. Wichtig ist, dass hier, ne, werteffektiv. Fenster sind auch wichtig. Fenster sind, ich bin effektiv. Beschuldige mich hier nicht für deine Uneffektivität. Wieso? Ich bin effektiv. Ja, du bist es. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist scheiße hier. Hä? Wieso? Wieso klippt denn... Der klippt nicht mehr an die Teile dran? Unten? An die Decken-Stackable-Teile macht er nicht mehr. Das ist... echt nicht geil. Alter, das ist überhaupt nicht geil. Das ist mega ungeil. Da muss ich so ein einzelnes Ding dran tüdeln hier. Oh, und das ist auch wieder so Schips hier. Aha. Ey, was habe ich mir nur dabei gedacht hier? So, die kriege ich doch gar nicht hier reingetüdelt. Das ist doch schief. Alter, das ist doch maximal schief. Kann ich da einen hinsetzen? Kann man da noch einen draufsetzen? So, dann können wir hier unten drunter. Da. Hä, wo geht denn der hin? Geht ja ganz woanders hin. Ah. So, Aluminium. Nee, löft noch nicht, weil unten noch nicht connected. Okay. Alter, das Runterfallen ist gar nicht so schlimm, weil das nicht mehr so, sondern eher so ist. Hä? 20 Frames bringen Sicherheit. So, jetzt haben wir Aluminium oben. Aber, Alter, so ein genialer Fail gerade. Oh, Alter. Was ist denn los? Ich habe jetzt die Aluminiumbarren in die Anlagen reingeballert, obwohl da die Aluminium-Casings rein sollen. Jetzt habe ich den ganzen Scheiß in der Anlage drin. Oh, das musst du jetzt abbauen. Alter, was für eine Scheiße. So, hier gab's doch irgendwas Neues. Genau hier. Okay, die sind das noch nicht mal in der Anlage drin.
weil die noch nicht unter Strom sind. Sehr schön. Prioritätsschalter. Und die gehen auch gar nicht in die Anlage rein, weil sie gar nicht gefordert sind. Genau. Der Big Shit ist jetzt, der Scheiß steckt da drin. Oh. Überall? Ja, natürlich. Ey, mit MK5 bin ich doch hier. Aber ich mache jetzt das hier weg. Nicht das, nur das. Ja, einmal mit Profis, ey, echt, ey. Da ist der ganze Scheiß drin. Und jetzt habe ich dieses Zeugs im Sack, ja. 185 Barren. Und ich habe noch nicht mal das Band aufgeräumt hier. Verdammt, ey. Gib mich kleinen Lagercontainer. Ich sollte doch einen Priority-Switch zu der Dose, zu der Energy-Dose hinzufügen, oder? Nee. Nicht zur Energy-Dose? Nee, wozu? Die Energy-Dose, die soll ja nicht abgeschaltet werden. Ja, nee, eben, dass sie nicht abgeschalten wird. Ja, wenn er keinen Switch hinsetzt, läuft die. Dann wird auch nichts abgeschaltet. Ach, da darf gar kein Switch hin? Ja, was, ja. Ich hatte da schon immer einen Switch. Weiß nicht, ist ein normaler Switch? Ist es wie eine einfache Verbindung, nur halt, dass ich sie manuell außen einschalten kann? Weil dann lasse ich einfach den normalen Switch dort. Ja, also den Switch kannst du da lassen, aber auch der Switch ist ja eigentlich irgendwie für den Arsch, oder? Nee, nicht wirklich. Was willst du denn da switchen? Warum willst du switchen? Da konnte man, also jetzt vielleicht schon, aber sonst konnte man da halt immer, falls man wirklich Stromprobleme hatte, bestimmte Fabriken ausschalten, damit man alles wieder zum Laufen bringen kann. Ja, okay. Aber das hatten aber wir doch... Aber ich mache jetzt Priority Power Switch zum Drohnenport. Okay. So, das muss ich jetzt erstmal wieder alles reparieren, ehe ich das wieder vergesse hier. So, du heißt Drohnen. Alter, Loch! Bindestrich. Port. Priority. Soll der Drohnenport eine High Priority oder eher nicht so? Ich weiß nicht, ob der Drohnenport da überhaupt irgendwie. Also, ich hätte jetzt zum Beispiel, wo ich sowas gemacht hätte, die Weltraumliftproduktion. Okay, warte. Warte. Also, der Drohnenport ist dazu da, dass bestimmte Items ins Lager kommen. Ja, das ist wichtig. Wenn jetzt Strom ausfällt, dann wird er ausgeschalten. Naja, okay, warum? Wie viel verbraucht der? Was steht denn dran? Keine Ahnung, muss ich noch kurz anschließen. Steht doch da, was so ein Drohnenport kostet an Energy. Ich weiß aber gerade nicht genau, wie viele ich habe. Der verbraucht 100 Megabyte. Ja, okay, das ist easy. Oh. Ja, 100 1, 2, ist schon 3, kräftig. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also 1300. Ich meinte einfach zu rechnen. So, ich will hoffen, das System ist jetzt sauber. Nachdem ich es ja beschmuddelt habe. Okay. Finde ich toll. Erstmal kurz gucken. Hier kommt das Kupfer raus. Und hier würde Kupfer reingehen. Da geht das Kupfer lang, da könnte ich Kupfer nochmal abzwacken. Nee, scheiße, das ist Folie. Ja, kacke. Oh, nein. Doch. Oh. Nein. Doch, oh. Halt, warte mal, die kriegen hier hinten Kupferbarren. Okay, doch, alles gut. Die kriegen Kupferbarren. Die gehen da lang und gehen da rein. Da können wir die Kupferbarren abzwacken. Auf jeden Fall. Okay, also, ich muss das hier wegtüdeln, ich muss das hier wegtüdeln. Den tüdeln wir auch weg, nehmen den hier aber wieder ab, tüdeln den. Shit. Doch. So rum.
So, Alter, jetzt haben wir hier eine ganz easy, einfache Lösung für unser Problem. Jetzt machen wir erstmal nicht so lang. Vielleicht brauchen wir es gar nicht so lang. Jetzt setzen wir das hier einfach dahin. So, lass mal gucken. Das sieht am geradesten aus. Alter, es gibt auch eine ganz einfache Lösung für das Problem. Fertig. Nice. Huch. Sorry. So, Kupfer, Alu. Jetzt brauche ich Platz, den ich hier kaum noch habe. Ich muss aufstellen. So. Lass mal kurz auf den Stromverbrauch gucken. Der sollte jetzt immens gestiegen sein. Boah, ich sag gerade. Oh! Oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 hör auf! Ja, ich glaube, die Batterien laufen schon. Nein! Doch. Wozu? Also, ich habe da einen Knick gesehen, als, Junge, Mann, die orangene Linie ist unsere Linie. Warte mal. Wieso bin ich in einem anderen... Bei mir steht, 8000 Megawatt maximal. Keine Ahnung. Ich bin irgendwie in einem anderen... Hä? Alter, mach keinen Scheiß. Ey, kümmere dich doch bitte ums Lager, dass das Zeug reinkommt. Also das ist jetzt wichtiger als das Lager, Papa, weil in diesem Stromnetz haben wir... Hä? Ja, jetzt hast du es verkackt. Jetzt musst du es reparieren. Wieso? Ich hab's nicht verkackt. Das war schon immer so. Kannst du nochmal bei dir kurz drauf gucken? Alter, ich bin gerade hier hochgeklettert, um was zu bauen. Nee, das ist wichtiger als das, was du da bauen musst. Was verbrauchst du so? 9,3. Okay, du verbrauchst auch etwas mehr als ich. Also irgendwo ist hier eine Trennung zwischen zwei Stromnetzen. Tja. Das ist auch eine fast doppelt so hohe maximale... Ja, bei mir hängen die Atomkraftwerke dran. Und bei dir? Weil ich bin hier in der Base am Stromkabel. Welches denn? Das ist am Lager dran. Ich weiß auch nicht, ey. Guck mal in die Bahnhöfe. Vielleicht sind die Bahnhöfe nicht richtig verbunden. Scheiße, wo könnte Also, hier das? Haben wir keinen Platz mehr. Da haben wir keinen Platz mehr. Och, ich will jetzt noch eine Ebene oben drauf setzen. Na gut, was muss, das muss, ne? Würde ich mal sagen. Was mut, dat mut. Guck mal her, ich nehme die schon mal mit. Nee, da kommt Fenster hin. Hier kommst du hin. Hier hin. Und dahin. So, Leute, mit dieser überragenden Aussicht, da hinten diese Berge, die gab es vorher nicht. Das ist jetzt eruptionsbedingt alles hervorgekommen. Blub, was da. Ja, und mit diesem Treiben dieser Bahnen, dem artigen Treiben und so weiter, sagen jetzt erstmal der Uffel. Und ich, der Alte, ciao, ciao, lasst doch gerne Daumen oben da, gerne Kommentare, Tipps vor allem, ja. Wie können wir die Performance hier ein bisschen und so weiter. Und ja, ein Abo. Würden wir uns sehr drüber freuen. Vielen Dank und ciao, ciao, Leute. Ciao, ciao. Thank you.